Guten Morgen, Leute. Tada! Fällt euch vielleicht was auf? Und zwar habe ich jetzt ein Weitwinkelobjektiv auf dieser Kamera drauf. Also es ist wieder die gewohnte Vlogging-Perspektive. Ich habe die 700 Euro für dieses Objektiv bezahlt. Ich dachte, keine Ahnung, es lohnt sich eigentlich schon und egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gleich losgehen. Und zwar erstmal zur Post, da es gibt ein paar Pakete, die ich zurückschicken muss und Briefe abschicken. Und danach gehe ich zu meiner Packstation. Für die, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen bestimmt, also haben es vielleicht schon gemerkt, wir haben jetzt endlich eine offizielle Packstation. Also falls ihr uns irgendwie Pakete schicken wollt oder sowas, ich blende es jetzt einfach mal hier ein. Das ist unsere Packstation-Adresse und so kommen die Pakete auf jeden Fall safe bei uns an. Dann, was ich noch erzählen wollte, wir haben jetzt endlich Fenstergardinen. Ich weiß nicht, ob es euch je aufgefallen ist in unseren Vlogs, aber wir hatten noch nie Gardinen an diesem Fenster. Und deswegen haben wir jetzt Gardinen angebracht. Das Geile an diesen Gardinen ist, also man musste die nicht dran bohren, sondern die sind einfach nur so in dem Fenster reingeklemmt. Man kann aber trotzdem das Fenster ganz normal aufmachen. Ist echt mega praktisch. Falls ihr auch Gardinen anbringen wollt, ohne zu bohren, ich verlinke euch mal die Gardinen. Auf Amazon habe ich die bestellt. Und ja, da gibt es auch verschiedene Größen und so. Ihr müsst euer Fenster vorher abmessen, logischerweise. Und ja, jetzt geht's los. So, bin jetzt wieder zurück. Ich habe die Briefe weggebracht, war bei der Poststation und da ist auch schon unser allererstes Paket. Das ist das erste Paket, was ich von der Poststation abhole. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Schaut mal, voll süß. Es soll die Sorgen deines Babys fressen und die bösen Träume fernhalten. Cute. Das hier ist übrigens von Monika. Und hier sind auch ein paar Klamotten drin. Vielen, vielen Dank. Echt mega nett. Ein Bild ist auch dabei. Und ein Brief. Den werde ich mir gleich mal durchlesen. Vielen, vielen Dank, Monika, für das tolle Paket. Mama und ich gehen jetzt gleich in die Stadt. Mama hat noch einen Gutschein. Und ich habe auch noch bei Zara einen Gutschein. Und möchte bei Zara noch was umtauschen. Ich habe nämlich ein paar Sachen gekauft, die mir aber jetzt im Endeffekt doch nicht gefallen. Beziehungsweise zu groß sind und nicht richtig sitzen. Und ich kaufe grundsätzlich immer alles zuerst und probiere die Sachen zu Hause an. Ich hasse es nämlich, gerade im Winter hasse ich es, die Sachen anzuprobieren im Laden, weil man hat so viel an und dann muss man so viel ausziehen oder ja, voll der Stress. Deswegen werden wir jetzt mal schnell in die Stadt fahren. Ich hoffe, es ist nicht zu viel los. Ja. So, ich habe übrigens für euch ein Zimmer-Update. Es wird eine Planänderung geben. Viele von euch haben nämlich bezüglich unserer Zimmerkonstellation viel kommentiert. Und dann habe ich mir das alles durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, macht schon Sinn. Und zwar werden wir jetzt das Ankleidezimmer und unser Schlafzimmer tauschen. Weil wir finden es doch besser, wenn quasi Juli und ich unser Zimmer haben, wo auch unser Kleiderschrank drin ist und alles Mögliche. Und unsere Tochter dann halt einfach ein eigenes Zimmer kriegt, wo ihre Sachen drin sind. Weil sonst müssten wir immer hier reinkommen und uns umziehen. Und wenn aber sie hier spielt oder was auch immer, dann ist es halt irgendwie nicht so optimal. Deswegen dachten wir, sie kriegt ihr eigenes Zimmer. Das heißt, das ganze Zeug, was hier drin ist, wird rübergetragen. Außer der Schrank, der bleibt da drin. Zum Glück. Das wäre richtiger Eck. Und ja, eigentlich kommt hauptsächlich nur das Bett hier rein und die Kommoden, die in einem anderen Zimmer sind, weil mehr habe ich auch in dem Zimmer gar nicht drin. Wir haben einfach eingesehen, dass es echt mehr Sinn macht. So, wir sind jetzt immer noch in der Stadt. Haben jetzt mittlerweile schon alle Sachen umgetauscht. Das ist echt anstrengend. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ich habe vorhin auch eure Kommentare gelesen und viele haben geschrieben, so ja, Anna, du hast Wassereinlagerungen und ich dachte so, also ich spüre es schon, also jetzt sind meine Füße wieder abgeschwollen, aber wenn ich am Tag viel laufe, dann merke ich voll, wie die wieder anschwellen. Also, blöd. Wir sind wieder zu Hause und schaut mal, was ich bei TK Maxx ergattert habe. Ich habe ein paar Sachen fürs Büro geholt. Es war eigentlich auch relativ günstig. Ich fand das echt mega schön. Mit diesem Gold hier unten. Ja.
Ganz toll. So, wir sind gerade hier bei Paddy. Hier ist noch voll Chaos. Sie ist ja frisch eingezogen in diese Wohnung. Vielleicht habt ihr ja schon ihre Umzugsvlogs gesehen auf ihrem Kanal. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne bei ihr vorbeischauen. Hier ist, also sie ist noch nicht fertig, aber wann denkst du, wann du so eine Roomtour hinkriegst? Zwei Monate, ja, das dauert schon lang. Aber was ich krass fand, als wir in Paris waren, habe ich Anna auch gefragt, also Anna Johnson übrigens, hat auch einen YouTube-Channel. Und die sind schon fertig eigentlich, schon fast fertig. Haben richtig schnell eingerichtet, innerhalb von 2-3 Tagen oder so. Voll krass, wenn man sowas hinbekommt. Weil bei uns hat es ein Jahr gedauert, bis alles stand. Bei uns auch. Ja, vor allem, wenn man halt auf einmal eine größere Wohnung hat, dann, also die Sachen, die man sowieso schon hat, sind dann halt einfach zu wenig. In manchen Ecken sieht es dann einfach voll leer aus und dann muss man voll überlegen, wie richtet man es ein und sowas. Das ist echt schwierig. Und jetzt stellen wir gerade den Fernseher ein. Versuchen mal, ja, ob es klappt halt. Wir wollten GNTM eigentlich gucken. Aber, also es hat jetzt schon angefangen. Aber ja, wir schauen mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, einen Sendersuchlauf zu machen. Oder wir wissen halt nicht, ob hier schon Fernseher läuft. Also deine Nachbarn unten, weißt du, ob die schon Fernseher haben? Schon. Echt? Okay. Deswegen. Hallo, ich bin's. Ich habe gestern leider nicht mehr zu Ende gevloggt. Deswegen dachte ich, ich schneide die 2 Tage jetzt einfach zusammen. Ich bin gerade außer Atem. Gerade die Treppen hochgelaufen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe in einem Vlog, aber es gibt jetzt eine Planänderung, was die Zimmerkonstellation angeht. Das Kinderzimmer, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, das Kinderzimmer wird jetzt mein Zimmer und andersrum. Also Julian und ich werden hier einziehen und unser Baby kommt da rein. Und dort werden dann komplett alle Babysachen sein und hier werden komplett unsere Sachen sein. Wegen Kleiderschrank und sowas dachten wir, es vielleicht besser. Und das andere ist ja auch das kleinere Zimmer. Ich bin immer noch außer Atem. Okay. Deswegen haben wir jetzt mal die Sachen hier rausgetan. Also dieser Raum ist jetzt schon fast leer. Die Couch kommt noch raus und der Teppich, aber da brauche ich Hilfe. Die ganzen Sachen haben Mama und ich übrigens zusammen rausgeschoben. Also ich habe die jetzt nicht rausgetragen oder so. Und hier ist noch komplett alles drin. Ja. Und weil wir ja in dieses Zimmer hier einziehen und hier keine Dachfensterrollade ist, habe ich mir was bestellt bei Amazon. Und zwar ist es so ein, sowas fürs Dachfenster. Das macht man einfach nur mit Saugknöpfen dran und dann ist es auch schon und dann hält es auch schon. Es ist blickdicht und auch Hitze, also Hitze und Kälte dicht quasi. Und ja, ich guck mal, wie das aussieht. Ich hoffe, das passt auch von der Größe. So sieht es aus. Von der Seite ist es weiß oder creme. Ja, und von dieser Seite ist es so reflektierend, damit die Sonne oder die Wärme halt nicht durchkommt. Weil hier wird es immer ziemlich warm im Sommer. Deswegen ist es ganz praktisch. Ich gucke jetzt mal, wie es aussieht. Wenn es scheiße aussieht, dann mache ich es, glaube ich, wieder weg. Ja. Also das sieht jetzt mal richtig beschissen aus. Das macht irgendwie so komische... Also das sieht richtig scheiße aus eigentlich, aber es hält dunkel. Also hier ist jetzt schon relativ dunkel. Ich weiß nicht, ob ich es behalten soll, weil an sich erfüllt es schon seinen Sinn und Zweck. Aber es sieht einfach irgendwie scheiße aus. Keine Ahnung. Das Gute ist halt daran, man muss nicht bohren und das ist schon ein riesen Pluspunkt. Ich habe das jetzt einfach nur so mit den Saugnäpfen dran gemacht. Die gibt's ja auch noch nicht. So, bin jetzt unterwegs mit Mama. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Büro, weil dort haben wir einen Termin mit unserem Internetanbieter. Also im Büro haben wir eigentlich schon richtig, richtig lange Internet beantragt. Diese Technikleute, die eigentlich immer vorbeikommen sollten, haben irgendwie immer die Termine verschoben und so und bla bla. Deswegen fahre ich jetzt dahin, um ihn im Büro reinzulassen. Es wird jetzt wieder irgendwas geprüft, in der Leitung stimmt irgendwas nicht. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass was in meiner Poststation liegt.
Es gibt wieder ein Paket zum Abholen, deswegen freue ich mich, dort auch gleich danach vorbeizuschauen und das Paket abzuholen. Bin gespannt, was da drin ist. Ich mag dieses Lied zurzeit voll. You call me, I'm friendly. Telling me how much you miss me. Don't come, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me. You're so fucking precious when you smile. He took me back to East Atlanta, na na na. So, wir sind jetzt gerade vom Büro zurückgekommen. Der Typ von unserem Internetanbieter war jetzt dort. Natürlich wurde das Problem nicht behoben, also wir haben immer noch kein Internet. Er musste das Problem jetzt an jemand anders weiterleiten, der es beheben kann. Und er kann auch nicht sagen, wie lange es noch dauert. Aber was halt voll scheiße ist, wir zahlen für dieses Internet schon monatlich seit August. Nee, nicht August. Seit Oktober. Oder Oktober, ja. Kann sein. Und wir haben einfach kein fucking Internet, Alter. Die sollen das uns gut schreiben. Was ist los? Ich war jetzt gerade bei der Post und da sind zwei Pakete und ein Brief angekommen. Das werde ich jetzt gleich mal aufmachen, wenn ich zu Hause bin. Ich packe jetzt mal die Pakete aus. Und zwar sind da Produkte drin von Annemarie Börlind. Da sind einmal Augenpads drin und eine 2-in-1 Black Mask, Intensivpflegemaske für großporiger Mischhaut. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ein Paket von Michelle ist hier drin. Ich mache jetzt die Karte mal auf. Ein Baby ist ein wahrgewordener Traum, ein süßer Wonneproppen, ein bisschen Mama, ein bisschen Papa, ein kleines Wunder, ein Geschenk des Himmels, ein wunderbarer Goldschatz, einfach das größte Glück auf der Welt. Oh, danke schön. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Plätzchen, danke schön. Und eine Kuscheldecke. Ist es eine Kuscheldecke oder ein Kuschelhandtuch? Mach, ich darf noch deine Arme noch weiter hoch machen, oder? Ja, muss langsam machen. Mama macht gerade Übungen für ihre Schulter. Und, fühlst du? Bist du bewegt? Nein, der ist ruhig, der schläft. Der ist ruhig, der schläft. Da ist er. Ach da, das wird doch hart. Weißt du, was weißt du, was das Kind denkt? Meine Güte, die kommt hierher und nervt mich. Kailangan walang stripen. Immer. Ich versuche. Mit das, weil die ist besser. Das ist Jetzt gut, immer. Guck mal, bis jetzt habe ich keine Streifen. Zwei Kinder hast du schon. Ich habe Streifen. Was bedeutet das? Nein, das ist nicht von Baby. Ach so. Das ist von deinem Körper. Ah, aber das muss das alles weg. Weil sonst später irgendwas von meinem Körper schmerzen. Da musst du nur drucken, wenn du alleine immer drucken, und dann hast du keine Schmerzen von deinem Körper. Ah, okay. Ja, das ist die Punkte, wo kann man Schmerzen. Das ist durchblutungsfördernd. Ich übersetze, okay? Ja. Kannst du zugucken, damit du selber das bei mir machen kannst? Ja. Ja. Ja, ich massiere immer Füße und Kopf. Ja. Mit dem eine Fußmassage. So, ich wurde gerade von einer Freundin von Mama massiert. Die hat da ganz viel Erfahrung schon mitgemacht. Also sie hat auch
Sie ist nämlich Altenpflegerin und sie macht das ständig, auch wenn irgendwelche, zum Beispiel Mama, Gelenkschmerzen und sowas hat. Ja, es tat echt gut und sie hat mir echt eine gute Massage gegeben, muss ich sagen. Und jetzt sind wir auch schon gerade die ganze Zeit dabei, das Zimmer zu tauschen. Also die Jungs haben die Möbel rübergebracht. Wir sind jetzt im Ankleidezimmer. Da steht jetzt mein Bett drin. Da die Kommoden und ich werde jetzt dieses Regal da anbringen. Da ist mein Schrank, da ist mein Fernseher schon. Das muss ich alles noch aufräumen, ey. Und so sieht es gerade im Kinderzimmer aus. Chaos erstmal. Das muss man alles noch aufräumen und halt alles an die richtige Stelle bringen. Die ganzen Bilder muss ich noch rüber. Ja, genau. Ja, es macht voll Spaß. Ich liebe es so umzudekorieren und umzuräumen. Mama macht gerade ihre Krankengymnastik hier. Sie hat eine neue Methode gefunden, ihre Schulter zu trainieren. Aber ist doch gut. Läuft gut. Dieses Regal hier kommt jetzt hier oben. Ob wir schauen, ob die... Ja, ich weiß, deswegen hole ich jetzt meine Wasserwaage raus. Wo ist deine Wasserwaage? Auf meinem Handy. Okay. Ja, das mache ich immer so. Das ist eine App. Das benutze ich immer als Wasserwaage, also diese Wasserwagen-App. Und ich muss sagen, das war echt bisher immer ganz gerade. So. Geht ja noch ein bisschen runter. Okay, warte, ich muss so kurz halten. Oh, das sind weggegangen, Anna. Ja. Gerutscht. Schaut mal, was ich Schönes aufgehängt habe. Hä? Gar, lass einfach, ich habe es extra eingeklemmt. Sieht cool aus, oder? Ich weiß nicht, also diese Nägel an der Wand waren schon da, deswegen dachte ich, ich nutze das als Ding aus, aber ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ich glaube, da fehlt einfach noch voll viel. Ich gucke mal auf Pinterest, wie die anderen das gemacht haben, aber so finde ich es eigentlich ganz cool. Hast du noch ein paar Dinge und sowas, aber kleinere? Ich verlinke euch mal diese Dinger hier, die habe ich von Amazon, falls ihr sowas auch haben wollt. So, mit meinem Schlafzimmer sind wir fertig. Hier ist noch reinstes Chaos. Ich weiß, jetzt schütteln wieder ganz viele von euch den Kopf, aber das ist halt alles jetzt mal vorübergehend. Hier sieht es so aus. Wir haben ganz, ganz viele Bilder, für die wir irgendwie noch einen Platz suchen. Ich mache das Fenster mal zu. Hier stehen die Sachen jetzt einfach mal nur so provisorisch da. Wir haben jetzt noch nicht so richtig. Diese Lampe da werde ich da auf jeden Fall austauschen, weil wenn man hier drunter läuft, dann steht man direkt unter dieser Lampe. Und also Juli kann ich auf jeden Fall nicht durchlaufen. Deswegen muss ich es auf jeden Fall austauschen. Oder ich mache halt dieses Seil kürzer. Ich glaube, ich mache das Ding kürzer, oder? Ich weiß es nicht. Mal schauen, vielleicht hole ich auch eine neue Lampe, die einfach so eine normale Deckenleuchte, also jetzt keine Hängeleuchte. So sieht mein Zimmer übrigens fertig aus. Ich habe jetzt dieses eine Bild hier gewechselt. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Ich zeige euch mal einen Rundumblick. Aber ich das hier, also die Lichterkette überlege ich mir noch etwas schöner dran zu machen, vielleicht direkt an dieser Ecke oder so. Ich weiß nicht, ich muss noch überlegen. Genau. So. Hier ist der Fernseher. Hier ist der Schrank. Hier ist Chaos. Hier habe ich nämlich meine Koffer verstaut. Und das hier, das wird, glaube ich, immer Chaos bleiben. Alles, was an der Tür hängt. Und hier ist noch Wäsche. Genau. Und hier habe ich auch genug Platz für ein Beistellbett. Fürs Baby dann später. Ich sage jetzt auch schon Tschüss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bye!